Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar am Mittwoch, dem 21. Januar. Es grüßt Sie wieder Christian Kämmerer und wir wollen natürlich gleich wieder auf den Markt blicken. Heute im Fokus, Sie sehen es an der Headline, der Euro gegenüber dem kanadischen Dollar. Ein durchaus etwas widerspenstiges Währungspaar, da dieses Währungspaar natürlich auch beeinflusst wird, neben der Tatsache, dass hier der Euro natürlich die Primärwährung ist, aber der kanadische Dollar mit seinen impulsiven Ausschlägen, gerade wenn News anstehen, immer wieder sehr, sehr impulsiv eben und gerade an einem Freitag zum Beispiel 14:30 immer auch darauf achten, was da aus Kanada kommt. Da entwickelt der Euro gegenüber dem kanadischen Dollar so manch einmal ein gewisses Eigenleben. Der kanadische Dollar, wie gesagt, hier im Kontext des Euros, also der Euro wird im kanadischen Dollar gehandelt und die Währung selbst, oder das Währungspaar vielmehr, also hier der Euro primär, ganz klar auch in einer Abwärtstendenz, wenn wir uns jetzt hier mal zu Beginn den Wochenchart anschauen. Natürlich, übergeordnet ist das Bild nicht ganz so desaströs wie beim Euro gegenüber dem US-Dollar, aber auch hier wollen wir gar nicht zu weit zurückgehen, aber seit der Erholung hier vom Jahr 2012 ausgehend haben wir hier, ja, 2014 dann hier eine beschleunigte Abwärtsbewegung, die sich hier im Wochenchart-Intervall auch durchaus sehr, sehr sauber kennzeichnet durch immer wieder tiefere Tiefs und tiefere Hochs. Wenn man das hier mal relativ unkompliziert darstellt, nach Charles Dow, Markttechnik oder wie man auch immer es bezeichnen will, haben wir prinzipiell eine sehr, sehr saubere, intakte Abwärtsbewegung, wenngleich es hier im Dezember den Versuch gab, nach oben einen gewissen Ausbruch zu vollziehen. Aber Sie sehen, signifikant ist auch ein horizontaler Widerstandsbereich, der gerade unter mittelfristigen Gesichtspunkten nicht zu unterschätzen ist. Ist der mal so, hier Bereich 1,47, wurde hier der ein oder andere bullische Marktteilnehmer sicherlich aufs Glatteis geführt, denn wie gesagt, mit diesem Ausbruch, mit dieser Ausbruchstendenz im Dezember, Mitte Dezember, kehrte sich das Bild dann schlagartig um und jetzt jüngst in der vergangenen Woche haben wir eben auch ein neues Verlaufstief markiert. Also rein von der Technik her hier eine ganz, ganz klare Abwärtsstruktur und dies lässt einen vermuten, dass das Währungspaar auch noch nicht fertig ist mit der Abwärtsbewegung. Wir wissen, morgen steht die EZB an. Das heißt, hier wird natürlich großer Einfluss auf den Euro ausgeübt. Das dürfte sich hier natürlich auch auf dieses Währungspaar spiegeln. Dahingehend mal gespannt sein, was da 13,45, 14,30 aus Frankfurt kommt von der EZB. Möglicherweise dann hier wieder starke Volatilitätsanzug zu verzeichnen, starke Ausbrüche, starke Bewegungen, aber nichtsdestotrotz, das übergeordnete Bild zeigt hier eine weitere Abwärtstendenz an. Gehen wir da jetzt mal auf den Tageschart und sehen hier, dass das Währungspaar, wie gesagt, sehr, sehr garstig ist und überdies seit, ja, September letzten Jahres, das versuche ich mal hier grob einzufangen, sich in einer ja doch schon sehr, sehr ausgedehnten Range befindet. Ja, also eine Range-Bewegung, die hier immer wieder der Haken schlägt an den oberen und unteren Punkten, auch mal hier mit einem Ausbruch im November, hier der Ausbruch im Dezember, dann ging es wieder nach unten. Aber signifikant ist eben zu sehen, dass wir hier dieses einzelne Unterstützungslevel, was hier durchaus im Bereich um 1,4040, 1,4050 markiert wurde, ich mache das mal hier grün als Supportzone, dieses Niveau wurde sicherlich mehrfach schon attackiert, aber in der vergangenen Woche mitsamt neuem Verlaufstief eben unterstrichen. Wir sehen jetzt hier aktuell einen kleinen Erholungsimpuls, also gestern starke Kerze, heute eher schwach, aber Erholungsimpuls, wie gesagt, durchaus möglich. Jetzt eben hier die Situation bei diesem Währungspaar eine mögliche Erholung zu verkaufen. Das heißt, wenn wir hier nochmal rankommen an diesen Bereich 1,40, 1,4050, dann ist das eine sehr, sehr komfortable Situation, um dann hier auf einen Short Move zu setzen. Also zu sagen, hier Trend folgend, im Sinne des Ausbruchs würde ich hier einen Einstieg wagen, um praktisch an einer weiteren Abwertung zu partizipieren. Man kann das Ganze auch dann hier mit so einer klassischen Trendlinie mal untermauern. Das sieht dann so aus, könnte sogar gerade dem Währungspaar entsprechend auch dann hier gerade zu so einem Fake-Ausbruch kommen. Ganz signifikant hier, dass es nicht über das Niveau der Kerze vom 13.01. geht. Da haben wir einen Hoch von 1,4190 und wenn wir das mal nehmen, hier ein Stop-Level markieren als rote Linie, dann würde ich das nicht bei 1,4190, sondern vielleicht 1,4205 setzen. Also ein Stück weit über die Kerze vom 13. Januar.
Und dann hat man hier durchaus die komfortable Situation zu sagen, okay, wenn ich hier den Einstieg finde im Bereich 1,40 mit einer ersten Position, 1,40,50 mit einer zweiten und dann möglicherweise hier im Sinne eines Fakes im Bereich 1,41 plus, dann sollte man spätestens das Ganze absichern bei 1,42, 1,42,10 oder eben 1,41,90. Tatsache ist, man muss sein Risiko begrenzen, um eben hier nicht Gefahr zu laufen, dass einen der Markt dann eben hier abholt mit einem schlechten Chance-Risiko-Verhältnis. Und gehen wir mal davon aus, dass man bei 1,40,50 seinen Einstieg sucht, dann wäre das in Anführungszeichen das Risiko, welches man eingeht. Und also knapp über 1%, knapp 150 Pips. Und dann entgegengesetzt, und das ist natürlich ganz wichtig, gerade in der Bemessung der Chance-Risiko-Verhältnisse, hätte man dann hier ein CAV von 1 zu 2, wenn wir hier in Richtung des letzten Tiefs, Schrägstrich, vielleicht sogar darüber hinaus bzw. darunter hinausgehen. Und das ist genau das, was man suchen muss an den Märkten. Ja, je günstiger man natürlich reinkommt in den Trade, desto attraktiver wird das Chance-Risiko-Verhältnis, ganz klar. Wie es ausgeht, weiß kein Mensch. Für solche Fälle hat man letztlich hier den Stop, aber trendfolgend und mitsamt dem neuen Tief sieht der Euro gegenüber dem kanadischen Dollar doch schon sehr, sehr schwach aus. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir hier dann eine eher schwächere Tendenz sehen für die kommenden Tage. Schauen wir kurz mal auf den Stundenchart noch. Den Tageschart werden wir uns gleich nochmal final anschauen. Also heute die Stundenentwicklung, da ist in Anführungszeichen noch nicht allzu viel passiert. Das ist auch für das Währungspaar nicht untypisch, dass es relativ lang seitwärts läuft, um dann eben Haken zu schlagen. Sehen Sie auch hier wieder immer wieder an diesen einzelnen Kerzen, die sehr, sehr starke Bewegungen auswerfen. Aber wir sind hier aktuell über den Daily Pivot Point, der 1,3946 notiert oder bei 1,3946 notiert vielmehr. Und es lässt sich sozusagen mutmaßen, dass wir hier eine weitere Konsolidierung sehen, solange wir nicht über das Hoch hier von gestern, der 16-Uhr-Kerze, bei 1,4023 gehen. Da ist hier praktisch eine Range angesagt. Interessant wäre es, wenn wir hier in diesen Bereich vordringen, um dann hier möglicherweise ein Short-Engagement zu pflegen. Ja, also Niveaus von 1,4030, vielleicht sogar über das gestrige Hoch, dann wären wir hier beim Resistance Level 1, 1,4065. Ganz interessant, wenn wir dann im Extrem heute oder Schrägstrich morgen hier sogar noch weiter ansteigen in Richtung 1,4143, dann sind wir hier schon an einem sehr, sehr schönen Widerstandsbereich und da komme ich auch gleich zum Tageschart zurück, was dann hier auch unter Chance-Risiko-Verhältnissen ein hervorragendes Level wäre, um ein Short-Engagement zu suchen. Also eine Erholung gilt es hier durchaus zu verkaufen. Weiter steigende Preise können kurzfristig erfolgen. Dann aber scheint mir hier der Deckel drauf. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Tageschart gehen, uns das hier nochmal anschauen, dann wird es interessant, wenn ich hierzu die Pattern-Logik hole, die Fuzzy-Logik mitsamt der Saisonalität. Die zeigt nämlich tatsächlich auf, dass wir hier kurzfristig Niveaus in Richtung 1,4145 sehen könnten, um dann, ja, siehe da, sogar Richtung 1,3720 und tiefer zu fallen. Hochinteressante Situation, also bis zum Ende des Januars dürfte es hier durchaus eine sehr, sehr starke Abwärtsbewegung geben. Diese Fuji-Logik spiegelt sich hier mitsamt der Saisonalität in einer Art Vorausschau wieder. Also hier mathematische Patternberechnung und das ist im Prinzip eine Annahme, wie der Kurs sich entwickeln könnte. Interessant dahingehend, dass das auch mit so einem Fehlausbruch in Sachen Long hier wieder überzeugen könnte. Soll heißen, es gibt hier möglicherweise einen Ausbruch nach oben. Fake, die Bullen springen auf, werden alle ausgestoppt, in Anführungszeichen die Shorties und dann dreht der Markt doch wieder nach unten weg. Sehr, sehr interessant, aber nicht zu vergessen, das Währungspaar ist ein heißes Eisen. Das Währungspaar ist sehr, 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 sehr dynamisch und wie gesagt, Fehlausbrüche sind hier auch an der Tagesordnung. Also da sehr, sehr diszipliniert vorgehen und um Gottes Willen hier nie zu viel Risiko setzen. Und da komme ich dann auch so langsam, aber sicher zum Abschluss des heutigen Devisenradars und will Ihnen natürlich hier auch wieder den Haftungsausschluss nicht vorenthalten. Natürlich sind es Informationen, die man hier anwenden kann, um sich weiterzubilden. Was Sie daraus machen, ist Ihre eigene Sache. In dem Zusammenhang wünsche ich Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag. Würde mich freuen, wenn Sie auf dem JFD Desktop mal vorbeischauen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen, wie gesagt, angenehmen Tag und würde mich freuen, wenn Sie heute Nachmittag vielleicht sogar beim Devisenradar reinschauen, dann können wir das ganze Thema nochmal aufrollen oder dann spätestens morgen hier bei der nächsten Sendung. In diesem Zusammenhang einen schönen Tag noch und auf bald, Ihr Christian Kämmerer.